Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Shovel Knight, wo wir in der letzten Folge den King Knight besiegt haben und jetzt mal zum Baden gehen oder was abgeben. Notenblatt, was ist denn das zweite? Ist das auch ein besonderes Notenblatt? Ich weiß es gar nicht, keine Ahnung. Ist mir im Endeffekt auch wurscht, wir gehen das jetzt einfach abgeben und dann ist er gut. Guck mal, er freut sich schon. Yay, hallo! Oh, du hast ein Notenblatt. Blitle, lass dich mit 500 Gold belohnen. Ja, gerne. Wundervoll. Lass uns mal sehen. Oh, da hast du ja der dekadente Dandy. Du würdest nicht glauben, wie viele Änderungen King Knight verlangt hat. Aber der Kunde ist König. Jetzt, wo ich dieses Notenblatt habe, kann ich das Lied jederzeit für dich spielen. Einfach fragen. Ja, ja, vielleicht bei Gelegenheit mal gucken, was ist da mit dem zweiten Teil? Was? Warum quatscht mich Molly jetzt an? Oh, was für ein hübsches Gesicht du hast. Du solltest uns öfter mal besuchen. Ich bin regelmäßig hier, Mädel. Wir haben ja so ein Dings gekriegt, ne? Eine Essensmarke, her damit. Genau, das ist das zweite Ding. Ich werde mein bestes Rezept kochen. Ja, mach das. Ich werde deinen Gaumen in Handumdrehen entzücken. Also, bon appetit. Und tut mir leid wegen dem Chaos. Happa, happa. So. Haben wir jetzt ein Leben mehr? Ich habe gar nicht drauf geachtet. Ich glaube aber ja, ne? Für die Essensmarke bekam man ein Leben mehr. 2, 4, 6 Leben. Jawohl, das ist doch richtig so. Hi. Warte mal. Ach, Entscheidung. Soll ich Magie oder Gesundheit verbessern? Oder einfach eine Konservendose essen? Kauf doch eine Essensmarke und hilf mir, mich zu entscheiden. 4500. Wir könnten das. Sollen wir es tun? Dann hätten wir noch ein Leben mehr. Gab es noch irgendwas, was wir vielleicht kaufen sollten, müssten? Ach, Scheißendreck, wir machen das einfach. Bist du sicher? Jawoll! Guck mal, da oben freut sich schon, der Bekloppte. Der weiß schon, dass ich jetzt wiederkomme. Hey! Hoch! Hey! Na? Hi! Ich hätte damit auch Mana verbessern können, oder? Also egal. So. Komm. Zack. 2, 4, 6, 7 Leben. Yay, jetzt können die Gegner kommen. Ich wollte nicht wieder rein. Jetzt sind wir zwar wieder blank, aber was soll's. So, gucken wir mal. Ja. Oh. Ach, hier gibt's noch was zu schaufeln. Guck mal. Ist aber nichts mehr. Alter, ich schaffe es einfach nicht, das zu raffen, nein, ich wollte nicht mit dir reden. Wann der Ring seine Richtung wechselt. Weiß nicht, ist das random? Ich meine, ist eh Quatsch. Obwohl, wir könnten über den Ring vielleicht da hoch. Vielleicht. Ich habe keine Ahnung. So, weiter. Wir könnten zum Abfischteich gehen. Unsere Kelche auffüllen. Die sind ja, glaube ich, leer, ne? Kann ich von hier aus nicht gucken. Okay. Die sind, soweit ich weiß, sind die leer. Hi. Na? Hilf mir. Wähle dein Sekret mit Bedacht. Jawohl, machen wir. So, das war Gesundheit. Das war 10 Sekunden unbesiegbar. 60 Sekunden lang Schätze in der Nähe. Ja, das Letzteres kann interessant sein, aber... So, was ist mit dem zweiten Kelch? Da machen wir wieder die Unbesiegbarkeit drauf, ne? So, die werden wir dann wahrscheinlich wieder angeln können. Gab dich wohl, geschaufelter Ritter, kehre zurück. So. So du erneut meiner Hilfe bedarfst. Ja, mach ich. So.
Ja, da gucken wir mal, oh, was da hier so freigeschaltet wurde. Wald des Ausblendens. Der ist ja jetzt nicht freigeschaltet. Ach so, da können wir mal was ausprobieren. Wir haben ja jetzt eh nicht genug so viel Geld. Von daher. Wer war das? Irgendjemand hat in die Kommentare geschrieben, probier mal aus, ob man hier über den Schaufelsprung, wie das auch bei DuckTales ist, über diesen Pika drüber kommt. Man sollte den natürlich benutzen, ist ja klar. Die Idee finde ich nicht abwegig. Aber hier oben ist ja auch eine Decke. Ich weiß nicht, ob das so ohne weiteres klappt. Ich glaube, das hat jetzt nicht funktioniert. Ich probiere es aber noch einmal. Für den Fall, dass ich einfach nicht schnell genug war mit der Schaufel. Ne, es funktioniert nicht. Ja. Das ist natürlich eine knackige Sache dann, hier durch mal irgendwann zu kommen. Da braucht man dann keine Ahnung wie viel... Ja, ich bin sicher. Keine Ahnung wie viele Kelche. Oder es gibt noch irgendeinen anderen Trick oder so. Was haben wir hier? Was? Explodatorium Plug Knight. Plug Knight, okay. Da kann ich dann nicht weiter. Und hier unten. Eisenwall. Treasure Knight. Aha. Das ist gesperrt. Da muss ich Treasure Knight für besiegen. Ja, dann kann ich auch. Knöchlers Steinbruch. Mhm. Hier ist Mole Knight. Okay. Das ist gesperrt. Besiege Plug Knight. Aha. Da kann ich doch gar nicht erst gucken. Da kann ich auch nicht hin. Kann ich hier oben. Schade. Mich wird das da. Das Städtchen da. Wegen dem, keine Ahnung, der Bombe oder Zeppelin oder sowas. Wahrscheinlich Zeppelin. Wird mich das mal reizen. Das heißt, ich müsste Plug Knight nehmen. Aber ich glaube, wir gehen erstmal hier. Da bin ich neugierig, was das ist. Och, wer bist denn du? Hi. Abenteurer. Seufz. Da kann ich mich nicht durchboxen. Ich wünschte, ich könnte einfach durch die Erde sausen. Oh, ich mach das da mal für dich, weil, ich geh mal da hoch. Ich kann nicht da hoch. Warum kann ich nicht da hoch? Schade, so hoch kann ich nicht springen. Das ist aber kacke, weil... Ne? Hier geht's nicht weiter. So kann ich was machen. Was war das? Keine Ahnung. Ach Gold. Ein einzelnen Gold. Okay. Mana. Da plumpst nichts raus. Ja. Da hinten ist eine Kiste. Komm ich da? Frage ich mich ja jetzt, komme ich da mit na, ach, ich habe vorhin die falsche Taste gedrückt, die hätte ich drücken müssen. Mit dem Kelch durch 10 Sekunden lang unbesiegbar, muss ja nicht bedeuten, dass ich damit durch Lava kann, ne? Das ist bestimmt Lava. Ach komm, 282 Gold, die können wir riskieren. Nein! Ach, ich hätte es auch aktivieren sollen, ich Depp. Na. So. So. Zack. Nee, man stirbt trotzdem. Wann nicht? Da muss es also dann auch noch irgendeinen Trick geben. Ja, wieder raus. So, jetzt habe ich den Trank natürlich vergeigt. Wobei, der kostet ja nichts. Den kann ich ja neu holen. Du, das ist ja nicht das Problem. Hi. Na, gib mal. So. Wobei, beim Nick... Bist du sicher? Ja. Du kannst nicht noch mehr tragen. Wieso kann ich nicht noch mehr tragen?
Warum ist denn der nicht verbraucht? Das verstehe ich jetzt nicht. Hatte ich den... Doch, ich hatte den doch aktiviert. Wie ist deppert? Warte, dann gehen wir jetzt nochmal hin. So. Auswählen. Alle, dann weg. Und dann weg. Und dann weg. Und ich bin abgerutscht. Ey, Alter. Unglaublich, ernsthaft. Der Geld ist also aber noch ausgewählt. So, jetzt haben wir hier keine Maxen. So, ich habe ihn genommen. Okay, ich sterbe trotzdem. Und der ist auch leer. Hier kann ich es nicht auswählen. Der ist wieder voll. Okay. Brauche ich nur hier reingehen und es wird automatisch wieder so aufgefüllt? Man weiß es nicht. Ja, wo gehen wir denn hin? Wo gehen wir denn hin? Zum Treasure Knight? Oder zum Plug Knight? Da mich die Stadt da interessiert, glaube ich, gehe ich zum Plug Knight. Obwohl der der wichtigere ist, der schaltet einiges frei, ne? Also egal. Weil wenn wichtiger ist, wahrscheinlich auch schwerer. Deswegen war ich da jetzt am Überlegen. Aber ist egal. Was ist das hier? Was? Ach so. Ist das, wenn ich draufstehe? Ah, das wird von mir aktiviert. Okay. Aua. Okay, man darf nicht zögern. Der Dingern ist super. Was? Okay, den Dingern passiert dann nichts. Das ist aber gemein. Warum kann nur ich mir den Arsch verbrennen? Wow. Den will ich haben da. Haha. Hopp. Nein. Halt. Na. Danke. So. Sowas finde ich doch immer gerne. Das ist doch, ne? Das ist doch immer gut. Hopp. Ha, ha. Explodieren die oder was passiert da? Da ist sie da drüber kupft. Was? Was bist du denn? Aua! Jetzt war ich nach... Ach, die explodieren tatsächlich. Okay. Jetzt war ich dann nach dem Deppen da oben am gucken. Haha. Alter, jetzt bin ich reingesprungen. Da, 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 da. Wie gemein. Hier muss ich ja theoretisch sicher sein, jawohl. Was ist da? Da komme ich da. Ah, das macht er kaputt. Na. Okay, komme ich nicht. Alter!